Literatur gibt es drei, die ich immer wieder zitiere: Gottfried Benn, Thomas Mann und Franz Kafka. Ich sage mal eins, was ich am meisten und am häufigsten gelesen habe, allerdings lange Zeit nicht mehr, das ist Der Zauberberg von Thomas Mann. Es ist eigentlich Zahltag. Wir wollen was zurückhaben. Wir wollen etwas zurückbekommen, was wir investiert haben. All das, was wir sozusagen in die Computerwelten investieren. Eine unglaubliche Übernahme von menschlichen Verhaltensweisen, die der Computer mittlerweile kann, die er viel, viel besser kann als wir. Aber es gibt so ein paar Dinge, die er nicht kann und die uns allerdings systematisch aberzogen werden. Kreativität, Toleranz, überhaupt die ganzen schöpferischen Elemente. Und das muss neu bestimmt werden in einer Gesellschaft, wo alles mittlerweile in Mathematik verwandelt wird. Wir haben Computersysteme, gerade in Amerika aufgrund der Terrorsituation, die menschliches Verhalten sehr genau vorhersagen können. Wir haben die mittlerweile in großen Arbeitgebern wie IBM. Was die nicht können, ist vorhersagen sozusagen den Geistesblitz, den kreativen Moment, auch den emotionalen Moment. Das ist absolut zu stärken und es ist auch zu stärken in Schulen und Universitäten, wo auch immer, etwas, was wir relativ schnell umbauen müssen. Dieses ganze Thema Faktenwissen, das ist in der Tat nicht mehr relevant in Zeiten des Internet. Da müssen wir aber was anderes an die Stelle setzen. Und das sind das, was man Heuristiken nennt, wie Bauchgefühle, ja, Intuitionen. Wie kommt man zu Schlüsseln? Wie kommt man zu Ergebnissen? Nicht Gedanken lernen, sondern denken. Ist jetzt wichtig, wenn ich auf eine Website gehe, zu wissen, was ich dort ja lese, dass Paris Hilton wieder irgendwas gemacht hat? Ist es wichtig, jetzt um so und so viel Uhr, so und so viele Minuten zu wissen, was Herr Gutenberg gerade gemacht hat? Wie ist das in einer Stunde? Ist das dann immer noch wichtig? Die Frage der Hierarchie von Bedeutung ist ersetzt worden durch die Kategorie von Zeit. Das heißt, man muss alles sofort aufnehmen, dann kann einem nichts entgehen. Ein anderes Beispiel ist natürlich die Finanzkrise, wo sie überhaupt keinen Leute hatten, die total informiert waren und dennoch im entscheidenden Moment eben nicht mehr unterscheiden konnte zwischen substanziellen Informationen und zwischen nicht substanziellen Informationen. Deshalb sind wir in eine Welt gekommen, wo die Leute nicht mehr wussten, hatten sie positive Zahlen oder negative Zahlen. Das heißt, es ist ein total verbreitetes und, glaube ich, nicht übertriebenes Phänomen. Das stimmt, aber, und das ist eine These meines Buches, es gibt einen Informationsdarwinismus. Der Stärkere setzt sich durch oder der Vernünftigere. Und ich baue natürlich darauf, dass hier jetzt die Vernunft, also mein Buch, sich durchsetzt. Ich bin kein Technologiefeind, im Gegenteil, das ist ein Element unseres Lebens. Was ich nur so bedauerlich finde, ist, dass wir nicht die Konsequenz ziehen, tatsächlich den Maschinen das zu überlassen, was sie können. Zum Beispiel schnell rechnen. Oder diese ganzen Fakten zu sammeln, die wir heute noch den armen Kindern eintrichtern. Und die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben, nutzen, um ganz anderes zu machen, nämlich spielerisch denken zu lernen, was tatsächlich die Aufgabe der Zukunft ist. Naja, ich habe ein iPhone. Ich checke das dauernd. Immer wenn ich, jetzt, wenn wir fertig sind, werde ich es wieder checken. Ich sage ja auch diese ganzen Thesen, jetzt schaltet mal die Geräte ab und so. Das ist so wie bei der ganzen Nahrungsfrage. Jetzt mal 2 Wochen nur gesund essen oder so etwas. Das ist etwas völlig, so funktioniert das nicht. So kann man damit nicht umgehen. Und ich bin da also sicher, ich bin jetzt kein Freak. Also es gibt Leute, die ja mit allem, die dann gleichzeitig noch SMS bekommen und Musik. Aber ich checke meine E-Mails doch sehr häufig. Ich glaube nicht an den Untergang des Journalismus, aber hüte dich davor, ausgebeutet zu werden und dich selber auszubeuten, denn das beschreibe ich in dem Buch auch. Das ist eine der ganz großen Veränderungen durch das Internet. Selbst aus kostenloser Arbeit, Mikroarbeit für das Internet, schaue, dass das Wichtigste in dieser Gesellschaft ist, Geschichten zu erzählen. Denn das ist das, was die Maschinen nicht können und was immer weniger Menschen können.